Dieses Video wird präsentiert von Kotami, euer Laden fürs Hobby. Hallo und herzlich willkommen hier auf Deins Tabletop-Welt. Ich bin der Christian und wir machen heute das letztneueste Einheit unter Lupe von mir jetzt erstmal zu Star Wars Legion und zwar die Agentenerweiterung zu Luke Skywalker. Ganz wichtig für euch, ich habe es im Facebook-Post schon angeteased, jetzt auch für die YouTuber, die Facebook ignoriert haben und das Video so gesehen haben. Ich werde zwischendurch eine Frage einblenden und die müsst ihr mir einmal beantworten, entweder in den Kommentaren und ein Abo da lassen, wenn es nur YouTuber sind. Wenn ihr Facebook-Leute seid, bitte, bitte, bitte einmal Beitrag leiten und einen Kommentar drunter schreiben und zwar mit der Antwort dann dazu. Und ganz wichtig, unter diesen Leuten verlose ich dann einmal bis auf das Modell den kompletten Inhalt der Box und ich lege sogar noch ein paar Upgrade-Karten für den Luke mit dazu. Und da wird die Imperialen nicht leer ausgehen. Jeder Imperiale, der Abo da lässt und kommentiert auf YouTube und halt auch Facebook dasselbe, ein Like da lässt und kommentiert. Und zwar mit den Worten, nieder mit der Rebellion, erhält, unter denen verlose ich dann einmal die Rote Garde als Promokarte von FFG selber. Das ist dann dieses schicke Teil hier. Und einmal die Wendekarte Scout-Truppen und Scout-Truppen-Stoßtrupp, auch eine FFG-Promokarte. Also wie gesagt, ist für beide was dabei. Was nachher im Loop-Paket alles drin ist, sage ich euch dann gleich. Dementsprechend jetzt erstmal dranbleiben und gleich viel Spaß dabei. Ihr seht von mir, die beiden Luke-Modelle stehen. Das unbemalte, unbehandelte ist noch der Agenten-Luke, den ich jetzt besagt und zusammengeklebt habe, direkt neben dem normalen Commander-Luke. Die beiden Modelle unterscheiden sich nur in der Pose, können aber sowohl für Commander als auch für Agenten verwendet werden. Dementsprechend ein anderes Farbschema aufgrund der Tatsache, dass er hier natürlich seine schwarze, ich nenne es mal Jedi-Uniform, beziehungsweise das Ganze anhat, was er in Episode 6 trägt, kann man das Ganze ein bisschen variieren lassen. Um mal so ein bisschen darauf aufmerksam zu sein, sollte man beide Modelle haben. Wir kriegen in der Box den Agenten-Token mit dazu, einen Dodge-Marker, wir kriegen einen Zielmarker eigentlich auch, glaube ich. Warum haben wir keinen Zielmarker mit dabei? Wir haben keinen Zielmarker mit dabei, warum auch immer. Und vier Search, also hier Energie-Tokens. Zusätzlich kriegen wir Wunden-Tokens, einmal Dreier und dann noch zwei Zweier. Wir kriegen einen Dreier-Niederhalten-Marker und einen Einser-Niederhalten-Marker. Das alles wird mit verlost, neben dem ganzen anderen Kram, der in der Box mit drin ist. Und damit starten wir nämlich jetzt auch, und zwar dem Agenten-Luke. Das ist diese schöne Karte hier. Ich blende euch auf der anderen Seite ganz kurz, solange ich den Agenten-Luke vorlese, die normale Luke-Karte ein. Und zwar eine der Altart-Promokarten, die nämlich in dem Päckchen dann mit drin ist, was ich euch dann sende. Ganz am Ende, wenn die Frage auch dann eingeblendet wird, nochmal, werde ich ein Bild davon machen, was da wirklich alles drin ist. Für 200 Punkte kriegen wir den Agenten-Luke, der den Untertitel Jedi-Ritter trägt. Das ist eine Agentenerweiterung in dem Fall, dementsprechend das andere Symbol dort oben. Und ist eine Truppler-Miniatur. Dementsprechend wird von Niederhalten beeinflusst, verliert ab Höhe der, seines Couragewerts die erste Aktion, ab dem Doppelten panikt man und man kann natürlich mit dem Agenten bzw. mit dem Truppler in dem Fall Missionsziele aufheben, sabotieren, reparieren und alles andere machen. Man hat 7 Leben mit dem Luke, dementsprechend jetzt 1 mehr als der normale hatte. Man hat einen Couragewert von 4, auch da steigen wir um 1. Wir haben aber weiterhin rote Verteidigungswürfel. Das Wichtige am Agenten-Luke ist, klar, der Moralwert hilft Luke selber, etwas stärker zu sein. Der Nachteil ein bisschen daran ist, solange man als Agent gilt, dürfen befreundete Modelle seinen Couragewert nicht benutzen von 4. Das heißt, wir müssten, wenn unser Commander abraucht und wir einen neuen bestimmen müssen, in dem Fall, weil wir nur einen haben, dann können wir den Agenten-Luke erst als Commander zählen. Und sobald er halt der Commander ist, dann kann er seinen Moralwert 4 über die ganze Armee ausdehnen. Wir haben auch wie beim normalen Luke das Machtenergie-Symbol im Angriff und einen kritischen Treffer. Wir haben Machtenergie nicht in der Verteidigung wie auch beim normalen Luke und wir haben immer noch unsere roten Verteidigungswürfel. Die Geschwindigkeit von 2 ist geblieben. Wir haben weiterhin Springen 1 als Fähigkeit. Dementsprechend dürfen wir eine normale Bewegung durchführen und dabei Gelände in Höhe 1 ignorieren. Wir haben auch weiterhin den Sturmangriff. Nachdem wir eine Bewegungsaktion durchgeführt haben, dürfen wir eine freie Nahkampfangriffsaktion ausführen.
Wir haben auch weiterhin Ablenken, was bedeutet, wenn wir ein Verteidigungs-, also einen Ausweichmarker in der Verteidigung ausgeben dürfen, also und dann gegen einen Fernkampfangriff auch noch verteilen, dürfen wir für jedes Machtenergiesymbol, was wir gewürfelt haben, einen Schaden zurückreflektieren. Zusätzlich erhalten wir, wenn wir diesen Ausweichmarker ausgeben, das Machtenergiesymbol in der Verteidigung, neben der Tatsache, dass wir einen Treffer wegnehmen. Wir sind immer noch immun gegen Durchschlagen, das heißt, andere Lichtschwertteile können das Durchschlagen nicht gegen uns verwenden. Jetzt kommen zwei neue Schlüsselwörter, die der Agenten-Luke in der zum normalen Luke hat. Und zwar haben wir Lösen. Solange man nur mit einer Einheit des Gegners im Handgemenge gebunden ist, dürfen wir einfach Bewegungen durchführen. Das heißt, ich kann, solange der Gegner nicht zwei Einheiten mit ihm bindet, kann ich einfach mich von einem Nahkampf in den nächsten bewegen, wenn ich das denn möchte. In Kombination mit anderen Karten muss der Gegner sogar drei Einheiten mindestens mit mir in Base-Kontakt bringen, damit ich als gebunden gelte und definitiv da stehen bleibe. Und wir sind am Ende auch noch Meister der Macht 1. Das heißt, am Ende der Aktivierung von Luke darf ich nicht jeweils, sondern darf ich eine meiner Machtaufwertungskarten spielbereit machen. Luke hat jetzt nicht mehr das Lichtschwert von Anakin, sondern jetzt steht da Lukes Lichtschwert. Okay. Dementsprechend, Lukes Lichtschwert hat einen schwarzen Würfel mehr, also gesamt sieben schwarze Würfel im Nahkampf, Wucht 2, Durchschlagen 2. Der Nachteil am Agenten Luke ist, er hat irgendwie seine Blasterpistole verloren, dementsprechend kein Fernkampfangriff mehr, den wir dann auf Luke ausgerüstet haben. Jedenfalls nicht von Haus aus. Dann hat Luke im Gegensatz, in seiner Agentenversion, im Gegensatz zum Commander, ein Machtenergiesymbol mehr. Er kann ein Trainingsaufwertungssymbol nehmen, verliert dafür aber sein Ausrüstungsupgrade. Dementsprechend 40 Punkte mehr kriegen wir von unseren Agenten, können eine Upgrade-Karte im Machtsymbol-Slot mehr nehmen, wir können ein Trainings-Upgrade mehr nehmen, verlieren aber dafür Ausrüstung und die Schusswaffe, erhalten aber dementsprechend noch zwei Schlüsselwörter, die uns ein bisschen flexibler machen mit Lösen und mit Meister der Macht und wir erhalten auch noch einen Moralwert mehr und einen Couragewert. Also das Ganze für 40 Punkte ist schon ziemlich, ziemlich viel und ziemlich stark. Zusätzlich erhalten wir auch noch drei Kommandokarten mit dazu. Normalerweise als Agent hat man natürlich drei Kommandokarten, die natürlich nur den Agenten immer betreffen. Das ist auch hier der Fall. Also die sind, drei sind alle nur für Luke Skywalker. Aber da es immer noch eine Kommandokarte von Luke Skywalker ist, können wir die frei mit den Commander-Karten mischen. Das heißt, wir haben hier insgesamt sechs Kommandokarten, die wir jetzt sowohl auf dem Agenten als auch auf dem auf dem Commander Luke spielen können. Im Durchlauf ganz kurz sind die alten Karten, nenne ich es jetzt mal. Ich setze die jetzt mal als bekannt voraus. Ich werde dann nichtsdestotrotz einmal nachher auf Setup eingehen, welche Kommandokarten ich mitnehmen würde. Da werde ich sie euch dann einblenden, aber jetzt im Detail werde ich sie nicht nochmal besprechen. Und zwar, wir fangen aber jetzt mit den Agentenkarten an. Und zwar, du bist deinem Herrn ein guter Diener. Die Einser-Karte von Luke. Also die neue Einser-Karte aktiviert nur Luke Skywalker. Und Luke Skywalker erhält eine freie Aktion. Wähle eine befreundete Nicht-Commander- und Nicht-Agenten-Truppler-Einheit in Reichweite 1 oder eine niedergehaltene feindliche Nicht-Commander- und Nicht-Truppler-Einheit in Reichweite 1. Dann führt man eine freie Bewegungs- oder Angriffsaktion mit dieser Einheit durch und falls sich um eine feindliche Einheit handelt, kann sie angreifen, einen Nahkampfangriff mit anderen feindlichen Einheiten beginnen. Das ist der absolute Hammer. Also diese Karte macht Luke Skywalker noch ätzender. Wir könnten im besten Fall, also im allerbesten Fall, kann man damit Klone halt vollkommen aus dem Konzept bringen. Das Problem ist, der Gegner muss niedergehalten sein. Kann man als helle Seitenspieler nachher relativ leicht umgehen, und zwar mit einem Upgrade, was ich euch vorstellen werde, was aber in dieser Box fehlt. Dementsprechend, da wir aber für diese Karte dieses Upgrade mehr oder weniger brauchen, werde ich die Karte auch nochmal mit dazulegen, obwohl jeder Luke-Spieler sie haben sollte. Ja, nee, dann brauchst du gar nicht dazulegen. Jeder, der sich Luke damals geholt hat, wird die Karte haben. Machen wir es einfacher. Aber das Genialste ist gegen Klone damit. Dann nehmen wir eine gegnerische Klontruppleinheit, schießen auf Rex oder sonstiges oder auf eine andere Klontruppeinheit und wir saugen einfach alle Ziel- und Energiemarker aus allen umliegenden Einheiten in Reichweite 1 raus und nehmen natürlich so dem Gegner seine ganzen Vorteile, die er durch Klontruppler überhaupt hat, und verwenden das super gegen ihn.
Im schlechtesten Falle bewegen wir nur eine Town Towns in Reichweite 1 zum Beispiel einfach in den Gegner rein, dass sie eine Aktion, dass sie eine freie Bewegung und Angriffsaktion dadurch dann kriegen. Ich habe sie bis dato nie gegen eine gegnerische Einheit eingesetzt, sondern immer nur für meine eigenen Einheiten. Da war es jetzt nicht ganz so stark, aber nichtsdestotrotz alleine, dass der Gegner Angst haben muss, dass man nicht mit Scan of Skywalker in der ersten Runde dann bedro in dieser Runde bedroht wird, sondern sogar, dass man andere Einheiten nutzt, um noch nerviger zu sein, ist halt schon ziemlich genial. Nachteil dieser Karte, wir müssen Reichweite 1 der Einheit haben, aber als freie Aktion, wir springen irgendwo hin, wählen die Einheit und die macht dann für uns, während wir was anderes kaputt machen. Die Zweierkarte voller Überraschungen betrifft auch wieder nur Luke Skywalker. Und solange Luke erhält dann einen Ausweichmarker und solange man verteidigt, erhält man zusätzliche weiße Würfel in der Verteidigung in Höhe des Tapferkeitswerts minus der Anzahl der Niederhaltmarker. Das heißt, für den Commander Luke im besten Falle 3, für den Operative Luke im besten Falle 4, bis hin zu 0 Würfeln. Der freie Ausweichmarker ist natürlich dann das i-Tüpfelchen, um halt Reflektieren anzuschmeißen und oder natürlich dann darüber noch einen Schaden wegzunehmen. Da gibt es meiner Meinung nach bessere Karten, die man vielleicht in der Zweier-Version spielen kann. Gerade wenn man den Commander Luke spielt, spielt man eh die Macht, ist mein Verbündeter. Da in zwei Einheiten, da kann man noch zwei Einheiten aktivieren und man erhält auch Ausweichmarker. Und zusätzlich diese weißen Würfel in Höhe des Tapferkeitswerts, dann ist man halt noch gar nicht beschossen worden. Also da ist also die Einaktivierung. Ich finde die Karte stark, aber ich glaube, in den meisten Setups würde die rausfallen. Ich bin ein Jedi, ist die Dreierkarte von ihm und die ist sehr speziell, aber ziemlich stark. Aktiviert auch nur Luke selber, das heißt, ziemlich langsam ist man damit. Nichtsdestotrotz auch noch kann man damit einen coolen Effekt erzielen. Luke erhält nämlich halt automatisch das Machtsymbol in der Verteidigung. Das heißt, wir müssen nicht reflektieren ausgeben, um das Ganze zu, um das überhaupt zu bekommen. Das Problem an der Karte ist, er kann keine Angriffe in dieser Runde durchführen. Aber sobald ihm ein Befehl erteilt wird, dafür bis zu zwei feindliche Truppeleinheiten in Reichweite 1 wählen, diese Einheiten können keine Angriffe durchführen. Das ist genial gegen gegnerische Vader, fiese Nahkampfeinheiten, Count Dooku, Grievous und. Aber man muss halt in der vorigen Runde schon so vorplanen, dass man in Reichweite 1 zu diesen Einheiten steht. Das ist sehr, sehr begrenzt, aber zwei feindliche Einheiten wählen können, die dann überhaupt nicht angreifen dürfen, ist halt ultra genial. Habe ich nicht ausgetestet auf dem letzten Turnier. Ich habe da nämlich gespielt, 3 Spiele lang, und habe nur wirklich Du bist deinem Herrn ein guter Diener gespielt und sonst ein bisschen mehr Schnickschnack drumherum in seiner Agentenversion. Das kann aber wirklich das Spiel brechen, wenn der Gegner dann mit Vader versucht, seine Einserkarte zu spielen und zweimal anzugreifen, zum Beispiel, dass ich wieder in den Pool reinmischen kann und dann auf einmal gar nicht mehr angreifen darf, dass man Grievous komplett blockiert, dass man den Dooku komplett blockiert. Aber Turnierspieler werden damit rechnen, dass man diese Runde nicht angreifen kann und dann eine andere Kommandokarte spielen und sich die starken für später aufbehalten. Nachteil der ganzen Geschichte natürlich ist, Luke darf nicht angreifen, aber er kann natürlich irgendwo in den Nahkampf reinhüpfen, um dann nicht getroffen zu werden. Da man als zweiter Spieler dran ist, würde es wahrscheinlich eh der Fall sein, dass wir vielleicht eine aktivierte Einheit ran können, weil die Dreierkarte kann ich mir nur vorstellen, wenn wir wirklich im Getümmel stehen. Nicht bis dato ausprobiert, sehe ich aber ziemlich stark und habe ich auf meiner Agenda, im nächsten Spiel mal zu spielen. Und ja, aber mit die direkte Konkurrenz zu anderen Luke-Dreierkarte ist natürlich, dass man auch einen Ausweichmarker erhält. Das heißt, wir kriegen einmal das Machtsymbol in der Verteidigung und ignorieren einen Treffer. Und die Rückkehr der Jedi-Ritter ist natürlich dann da, um auf seiner ganzen Armee Ausweichmarker wegzunehmen, finde ich da stärker. Nichtsdestotrotz, wir haben ja noch Upgrade-Karten für Luke und da kommen ein paar in der Box mit drin, die ich auch alle mit beim Gewinnspiel mit reinschmeißen werde. Und zwar haben wir dann da zwei Machtkarten und zwei Trainingskarten. Ich werde dann direkt wir fangen mit der Trainingskarte an. Aufgrund der Tatsache, davon gibt es ein paar weniger, da sind wir dann ein bisschen schneller durch, in Anführungszeichen, werde ich die anderen 4 Karten auch noch mit dazu legen, die Luke da nehmen könnte, und mal kurz besprechen, ob das sinnvoll ist. Und ich werde 2 von den Karten sogar dann auch mal ins Gewinnspiel mit reinpacken. So, wir haben aber erstmal Hartnäckigkeit mit dabei. Solange Luke, sagen wir mal, einen Nahkampfangriff ausführt, füge er einen roten Angriffswürfel zu seinem Angriffspool hinzu. Solange man verwundet ist oder wenigstens einer der Miniaturen besiegt ist für 4 Punkte.
Damit hätten wir 8 Würfel, 7 schwarze, einen roten. Mit 7 Würfeln sägt man die Gegner schon extrem stark auseinander. Mit 8 Würfeln ist das schon fast der Overkill. Kann man nehmen. Habe ich auch getan. Letzten Endes hat mir nichts gebracht. Also ich habe die 7 Würfel maximal gebraucht. Gerade wenn man dann Son of Skywalker oder so aktiviert, schlägt man eh zweimal zu, dann sägt man eh alles auseinander. Und der eine rote Würfel für 4 Punkte ist aber dennoch. Ja, eine der zwei Optionen, die ich überhaupt auf Luke spielen würde. Vielleicht auch drei. Es gibt drei Karten in dem Slot, die sich dann da konkurrieren, aber die Hartnäckigkeit ist eine der, die auf jeden Fall gebraucht werden kann. Ducken und Decken ist noch mit damit drin. Für 4 Punkte mittlerweile, wenn man gegen einen Fernkampfangriff verteidigt, darf man eine Niederhaltenmarke erhalten, während des Schrittes Ausweichen und Deckung anwenden. Dadurch haben wir leichte Deckung und oder schwere Deckung. Im Zug dagegen kriegen wir einen Niederhaltenmarker extra sozusagen. Das heißt, sie sind bei 2 Niederhaltenmarkern, wenn wir das erstmal beschossen werden. Da wir einen Couragewert von 4 haben, juckt den das eher weniger. Nichtsdestotrotz, ob wir das dann wirklich auf dem Spielen wollen. Wie gesagt, es gibt Hartnäckigkeit, offensiv stärker. Dann kommen noch 2 andere Karten, die offensiv wie defensiv ein bisschen stärker sind. Ducken und Decken würde persönlich hier für mich hinten überfallen. Kommt aber trotzdem mit in den Pool der Karten mit, die ich natürlich verlose dann. Dann haben wir die 2 anderen Karten, die ich mit in den Pool reinschmeiße zum Verlosen. Das ist einmal der Jäger. Für 6 Punkte, solange wir eine verwundete Truppeinheit angreifen, erhalten wir während des Schrittes Angriffswürfel werfen einen Zielmarker. Springen wir also in einen Vader, in einen Grievous, in einen Bosk und rein. Und der hat mindestens ein Leben verloren, kriegen wir einen zusätzlichen Zielmarker. Für 6 Punkte ist das natürlich die Karte, die wir auf jeden Fall ausrüsten können, um gegnerische Charaktere zu jagen. Spätestens mit Son of Skywalker, wenn man mit der ersten Aktion wenigstens einen Schaden gemacht hat, kann man danach mit dieser Karte den Gegner komplett auseinandersägen. Die, finde ich, sollte man definitiv in der Hinterhand haben. Dementsprechend kommt mit in den Pool der Karten rein, die ich verlose. Ist eine solide Option. Damit sind wir auch schon bei 4 Karten eigentlich, die man im Flug im Trainingsslot spielen kann, die konkurrieren. Die nächste ist Durchhaltevermögen, die ich mit dazu schmeiße. Am Ende der Aktivierungsphase darfst du einen Niederhaltenmarker entfernen für 6 Punkte. Eine eher defensive Karte, um ihn halt bei Moral und bei Laune damit zu halten für 2 Aktionen. Wir entfernen aber schon einen Marker die Runde. Da muss der Gegner richtig, richtig reinholzen, um diese 4 im Agentenmodus voll zu machen. Wenn man natürlich den als Agenten spielt, braucht man noch immer seinen Commander. Und solange der Commander natürlich strikte Befehle mit hat und er einen offenen Befehlsmarker hat, kann man da auch immer noch einen Token zusätzlich runternehmen, anstatt zu würfeln und so Gefahr zu laufen, diese Aktion zu verlieren. Lege ich mit dazu, kann man defensiv nutzen, wenn man das unbedingt haben möchte, um das Ganze am Leben zu erhalten. Dementsprechend ein weiterer Punkt und eine weitere Karte mehr. Dann kommen noch 2 Upgrades, die ich leider nicht mit dazu packe, beziehungsweise eines ist sinnlos, das andere habe ich leider nur einmal, dementsprechend wandert es dann nicht in den Pool mit rein. Das offensive Vorrücken, was ich erst durch die Rebellentruppler jetzt bekommen habe, für 4 Punkte kann man das tappen und wenn man eine Bewegung durchführt, erhält man taktisch 1. Nachdem man diese Standardbewegung durchgeführt hat, erhält man den Zielmarker. Kann man für den ersten Push mit Luke rein nutzen, um dann halt direkt einen Zielmarker gegen nicht verwundete Einheiten zu bekommen. Sollte man aber eh gegnerische Commander und oder Agenten oder mehrere Wundeneinheiten jagen, ist der Jäger, glaube ich, dafür 2 Punkte stärker, da man den hier nicht erholen muss und taktisch halt nur einmal dann meistens machen kann. Man will mit Luke gar nicht erst eine Aktion aufgeben. Also ich glaube, dass der Jäger stärker auf Luke ist als das offensive Vorrücken. Sollte man aber natürlich nur 4 Punkte haben, kann man sich fürs offensive Vorrücken entscheiden anstatt dem Jäger. Aber eine der Karten, die auf Luke auch nutzbar ist. Zur Erwähnung, es gibt den Feldposten für 4 Punkte. Man erhält Bereitschaft 1 bis 3. Da wir keine Waffe haben, die Reichweite 1 bis 3 funktioniert und wir so durch diesen Bereitschaftsmarker eine Bewegung maximal machen dürften, lohnt sich diese Karte, finde ich, nicht. Gerade weil Luke dadurch, mit Luke kriegen wir überhaupt keinen Bereitschaftsmarker, außer wir nehmen diese Bereitschaftsaktion. Und da glaube ich, dass Luke mit seinem anderen Potenzial, was er so hat, sich eher in Deckung bewegen könnte und oder das Ganze halt dann macht, gerade wenn wir nur einen Trainingsslot haben. Für 4 Punkte kriegen wir Hartnäckigkeit, für 6 Punkte kriegen wir den Jäger, für 6 Punkte kriegen wir Durchhaltevermögen und. Und das funktioniert alles, ohne eine Aktion vorher ausgegeben zu haben. Das heißt, das sind alles Sachen, die wir in irgendeiner Form brauchen. Und
der Wachposten fällt da einfach hinüber. Wenn man wie mit Obi-Wan zum Beispiel einen freien kriegen würde, könnte man Wachposten verwenden. Da kann man auch Wachposten vielleicht mal auf Obi-Wan spielen. Nichtsdestotrotz fällt für mich leider hintenüber, ist keine Karte, die ich nutzen würde. Deswegen hatte ich euch die beiden Karten eingeblendet, weil, was viele Leute vergessen, gerade wenn man viel Commander Luke früher gespielt hat und jetzt auf den Agenten umschwenkt, ist ganz einfach, der Commander Luke hat ja dieses Ausrüstungssymbol. Da haben wir früher immer die Notfallstims drauf gespielt, um halt ihm, selbst wenn er nochmal beschädigt worden ist, noch eine Aktivierung mehr zu geben, damit man nicht direkt in derselben Runde abraucht, sondern was tun kann. Das fehlt dem Agenten Luke. Da muss man natürlich dann aufpassen, sobald man halt gewechselt hat, dass man da natürlich nicht an Gefahr läuft, durch einen schlechten Würfelwurf sich so gestellt zu haben, dass man eh nichts mehr tun kann und dann direkt da stirbt. Die Karte kann man aber auf dem Agenten Luke spielen, deswegen nur mal kurz zur Erwähnung, dass es da diesen großen Unterschied gibt. Und wenn man sich dann entscheiden würde, dass man vielleicht dann doch da eher den Commander Luke spielt. Also das ist wirklich ein Grund, alleine dieser Ausrüstungsslot mit Emergency Stims und die niedrigen Punkte, dass man vielleicht doch eher auf den Commander Luke schwenken könnte. Dann haben wir noch zwei Upgrade-Karten im Machtenergie-Slot, die wir mit dabei haben. Und zwar haben wir einmal Machtführung. Für 10 Punkte können wir diese Karte erschöpfen und als Fraktion 2 befreundete Einheiten in Reichweite 1 bis 2 wählen. Die erhalten jeweils einen Energiemarker. Ist nicht meine liebste Machtkarte, aufgrund der Tatsache müssen sie erschöpfen, aber der Agenten Luke hat die coole Fähigkeit, Meister der Macht, am Ende meiner Aktivierung darf ich eine der Upgrade-Karten, die den Machtslot belegen, bereit machen. Wir haben aber so viele Karten im Machtslot, die wir eigentlich unbedingt bräuchten, dass ich sage, Machtführung ist eine der Karten, die eher hinten überfällt. Das ist für mich keine Karte, die ich unbedingt auf dem spielen würde, weil ich brauche ja alleine schon zwei Karten, um ihn halt effektiv sonst auch zu spielen, so wenn man ihn mit den neuen Kommandokarten spielt, die ich euch gleich vorstellen werde. Dann haben wir eh noch einen Slot frei. Und wenn man den Commander spielt, will man ja auch noch einen Fernkampfangriff vielleicht machen oder dementsprechend Machtführung im Päckchen mit dabei, aber nicht meine vorrangige Upgrade-Karte, die ich spielen würde. Gut, dann haben wir noch Hoffnung als Upgrade-Karte, die ich mit in das Päckchen mit reinpacke. Ist nur für die Hellseite und man erhält Ansporn 1 für 3 Punkte. Dementsprechend dürfen wir während des Schrittes sammeln einen Niederhaltenmarker von einer anderen befreundeten Einheit in Reichweite 1 bis 2 entfernen. Das ist so, wenn man nur Luke als Commander spielt, eine Karte, über die man nachdenken kann für 3 Punkte, aufgrund der Tatsache, dass man so ein bisschen den Moralwert seiner Einheiten hochhalten kann. Auf dem Agenten Luke würde ich sie nicht spielen zum Beispiel, aber auf dem Commander Luke schon mal eher. Gerade 3 Punkte, jetzt haben wir endlich, sofern man keine Klone gespielt hat, den Zugriff als Rebell auf diese Karte. Finde ich eine coole Sache, dass man sie damit reinbringt. Dementsprechend auch im Pack mit dabei. Wir haben aber noch 5 weitere Upgrades, die wir im Slot Macht spielen können. Und da brauche ich eigentlich keins dazu packen. Weil alle, die Luke schon haben, weil das Modell verlose ich ja nicht in dem Fall, haben diese Slots. Dementsprechend möchte ich sie trotzdem erwähnen. Das, was die meisten Lukes spielen und noch brauchen, ist der Machtstoß für 10 Punkte. Ist eine Karte, die wir erschöpfen müssen und wir wählen eine feindliche Truppeinheit in Reichweite 1. Diese macht sofort, selbst wenn sie im Handgemenge ist, eine 1er Bewegung. Wenn man diese Karte ausrüsten, selbst wenn wir sie nie gebrauchen, theoretisch, der Gegner müsste dann, um Luke im Nahkampf zu binden, mindestens 3 Einheiten an ihn ranstellen. Zoller nämlich, sonst tappen wir die Karte, schubsen wir einen Gegner raus und danach sind wir nur mit einer gebunden und können es wieder frei bewegen. Wir können aber auch gleichzeitig Einheiten ranziehen, deplatzieren, für den Gegner vom Missionsziel wegpushen und. Die Karte finde ich ziemlich, ziemlich stark und auch ziemlich wichtig. Immer noch auf Luke, dementsprechend, das ist für mich so eine, die im Grundsetup gesetzt ist und ohne die ich eigentlich ungern aus dem Haus gehen würde. Dann haben wir den Jedi-Gedankentrick für 5 Punkte. Den hat man sonst sehr selten gesehen, weil es auch eine Erschöpfenkarte ist, nur für die helle Seite. Eine freie Aktion und der Gegner eine gegnerische Truppeinheit in Reichweite 1 bis 2 erhält 2 Niederhaltenmarker. Warum erwähne ich die jetzt gerade? Wenn wir uns jetzt nochmal Du bist deinem Herren ein guter Diener angucken, brauchen wir eine niedergehaltene Truppeinheit, die nicht Commander, nicht Agent ist. Und diese 2 Niederhaltenmarker sorgen halt automatisch dafür, dass diese Einheit niedergehalten ist. Beziehungsweise momentan sind alle Trupplor-Einheiten des Gegners mit maximalem Moralwert 2 ausgestattet. Das heißt, selbst wir könnten damit Todestrupplor nehmen,
diese niederhalten und dann mit deinem Herrn ein guter Diener in eine gegnerische Einheit reinflätzen. Also wenn man du bist deinem Herrn ein guter Diener spielt, ist das hier für mich auch eine Karte, die definitiv gesetzt sein muss. Und sie kostet nur 5 Punkte. Also wenn wir sonst darüber überlegen, Sachen auszurüsten für 5 Punkte, kann man definitiv damit leben. Dann haben wir noch drei weitere Karten. Die Kampfmeditation für 5 Punkte mittlerweile, nicht mehr wie 10 hier aufgedruckt. Sagen wir mal, unter Verwendung einer Kommandokarte Befehle erteilt, darf man einen dieser Befehle eine beliebige befreundete Einheit auf dem Schlachtfeld erteilen, statt wie auf der Kommandokarte genannt. Ergibt für mich beim Agenten Luke weniger Sinn. Wir erteilen entweder mit den normalen Kommandokarten an einmal Truppeinheiten oder beliebige Einheiten Befehle und oder wir aktivieren immer nur Luke selber. Da wir Luke immer einen Befehl erteilen wollen, wollen wir den gar nicht erst mit Kampfmeditation runternehmen. Also gerade auch mit der Dreierkarte muss ihm ein Befehl erteilt werden, damit er gegnerischen Einheiten das wegnehmen kann. Mit Du bist deinem Herrn ein guter Diener wollen wir relativ frühzeitig dran sein, damit wir nicht erst Feuer lange fressen, ehe wir überhaupt eine gegnerische Einheit zum Beispiel wählen können oder selbst irgendwas machen können. Das Einzige, wo ich mir das vorstellen kann, wäre voller Überraschungen, dass man dann da umswitcht und Kampf wieder zunimmt. Aber trotzdem nicht die Karte, die ich unbedingt haben möchte. Dann haben wir noch die Machtreflexe, mittlerweile für 10er statt für 15 Punkte. Eine Erschöpfenkarte, für eine Frageaktion kriegen wir einen Dodge-Token. Mit Meister der Macht ist natürlich jetzt viel, viel stärker, dass wir uns ein freies Dodge-Token geben können, sofern wir nicht Machtstoß und Jedi Gedankentrick oder so verwenden, dass wir nicht alles gleichzeitig spielen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die nicht brauchen werden. Die meisten Luke-Spieler, die was erfahrener sind, spielen Luke eh schon so, dass sie ohne dieses freie Dodge auskommen, weil das hatten wir sonst einmal im ganzen Spiel auf dem Commander Luke. Das wird auf dem Agenten Luke deswegen jetzt nicht sofort den Einzug finden. Man spielt ja eher dann Luke so, dass man in einer Runde dann über ein Gebäude oder aus der Deckung raus kann, um dem Gegner richtig Schaden zuzufügen. Für mich leider nicht die Karte, die ich spielen würde. Dementsprechend fällt sie hinten über. Wenn ich noch einen Slot frei habe, dementsprechend nur Machtstoß und Jedi-Gedankentrick zum Beispiel spiele und ich spiele den Agenten Luke, dann möchte ich vielleicht den Lichtschwertwurf mitnehmen. Warum möchte ich den Lichtschwertwurf mitnehmen? Der Lichtschwertwurf kann man, wenn man wählt eine seiner Nahkampfwaffen, führt mit dieser Waffe einen Fernkampfangriff auf eine feindliche Einheit in Reichweite 1 bis 2 durch und nutzt dabei die Hälfte der Waffenwürfel aufgerundet. Dies wird wie eine Angriffsaktion behandelt. Warum ist das wichtig? Wir sind nicht unnachgiebig. Dementsprechend kriegen wir nicht, wie Vader zum Beispiel, wenn wir uns bewegen, diese freie Aktion, das Ding zu werfen. Aber wenn wir jetzt den Sohn des Skywalker nochmal betrachten. Der Sohn des Skywalkers ist nämlich die Karte, womit Luke, nachdem er den ersten Angriff durchgeführt hat, einen zusätzlichen Angriff durchführen darf. Damit wollen wir natürlich dann, wenn wir den Gegner komplett zersägen mit dem ersten Angriff, haben wir nicht wie Luke normalerweise die Chance, mit dem Blaster irgendwo hinzuschießen. So können wir wenigstens mit dem Lichtschwert mit vier schwarzen Würfeln und mit vier schwarzen Würfeln zuschlagen. In Reichweite 1 bis 2, Durchschlagen 2, Wucht 2. Das ist schon definitiv das, was man damit dann machen möchte. Also wie gesagt, das Setup, was man auf dem Agenten-Luke dann vor allem spielen könnte, ist jetzt folgendes. Also die zwei Karten, die definitiv mit drauf sollten, wenn man dann vor allem Du bist deinem Herrn ein guter Diener spielt, ist der Jedi-Gedankentrick. Der hat für mich jetzt eine gesetzte. Also ist gesetzt auf einem Agenten-Luke und auf einem Commander-Luke, sofern man die Karte spielt. Einfach um so flexibel wie möglich zu sein, um den Gegner auch Einheiten rauszunehmen und wegzuaktivieren. Gegen Klone sollte das halt sowieso unser höchstes Bestreben sein, Niederhalten zu verteilen, da die sehr schlecht damit umgehen können. Wir haben den Machtstoß. Der Machtstoß ist auch eine gesetzte Karte für mich. Für 10 Punkte können wir immer noch Einheiten hin und her schieben, Einheiten uns in den Nahkampf ziehen, uns retten, frei daraus lösen. Ich glaube, die Karte auf dem offensiven Charakter mit Lichtschwert nicht zu spielen, ist schon ein bisschen fahrlässig. Dann über den dritten Slot kann man sich ein bisschen streiten. Da können wir den Lichtschwertwurf halt spielen. Da könnten wir sonst auch Hoffnung drauf spielen. Machtführung würde ich nicht drauf spielen und oder Machtreflexe. Ich würde wirklich aber dann beim Lichtschwertwurf bleiben, wenn wir den Agenten spielen, weil die anderen zwei Karten sind sonst schon genug Slotbelegung für den Commander-Luke. Für den Agenten-Luke würde ich den Lichtschwertwurf nehmen, damit wir eine Fernkampfwaffe haben, um wenigstens mal ein Lichtschwert werfen zu können, sollte der Sohn des Skywalker beim ersten Angriff sofort ausreichen. Die zwei, drei Trainingskarten, die ich halt wirklich dann spielen würde,
weil der ist ja halt schon, der ist schon mit 220, 225 Punkten schon fast teuer genug. Würde man mit Hartnäckigkeit, offensives Vorrücken und oder Jäger auf 29 bis 200, 229 bis 231 Punkte hochbringen. Da muss ich ehrlich sagen, welche Karte man letzten Endes spielt, ist, glaube ich, so ein bisschen persönliche Vorliebe. Alle drei sind dafür da, Zielmarker und oder extra Schaden zu generieren. Hartnäckigkeit würde ich schon eher nehmen als offensives Vorrücken. Steht man aber auf Zielmarker, beziehungsweise möchte gegen verwundete Truppen würfeln, würde ich einen Jäger nehmen. Also meine zwei Favoriten sind ganz klar Hartnäckigkeit und Jäger. Entweder für 4 oder für 9 Punkte. Offensives Vorrücken halt wirklich, wirklich nur, wenn man meint, dass man unbedingt einmalig im Spiel diesen Zielmarker braucht. Dementsprechend mein Commander, mein Agent Luke mit Machtstoß Jedi-Gedankentrick und halt Jäger oder Hartnäckigkeit. Dementsprechend zahlen wir dafür 219 oder 221 Punkte. Wenn wir aber den Commander Luke jetzt mit den neuen Karten ausstatten möchten, Machtstoß, Jedi-Gedankentrick auf dem Commander Luke immer noch für 10, 15 Punkte extra plus den Notfallstims für 12 Punkte drauf. Also da rüsten wir 27 Punkte jetzt aus, um halt vor allem mit dem Commander Luke die Karte spielen zu können. Du bist deinem Herrn ein guter Diener und auch so flexibel nutzen können wie möglich. Ja, dementsprechend, ich lade das Video dann heute jetzt noch hoch, also so schnell es geht hoch. Und hier ist dann der Kartenpool. Ich lese dann einmal vor, was ich denn da so alles reinschmeiße. Dumm-di-dumm. Wo sind sie denn hin? Macht, Führung, Hoffnung, Hartnäckigkeit. Da kommt ein Jäger noch mit dazu. Da kommt diese Karte noch mit dazu. Die normale Commander-Karte und die drei Commander-Karten. Also, wer die Frage richtig beantwortet hat, beziehungsweise es beantwortet hat, unter denen allen verlose ich dann einmal die offizielle Karte von Luke Skywalker zum Agenten, den Token natürlich mit dazu und alle Tokens, die mit in der Box sind. Zusätzlich die drei neuen Kommandokarten in der normalen Version, die sonst in der Box auch mit drin wäre. Und die vier Upgrade-Karten, die mit dabei sind: Hartnäckigkeit, Ducken und Decken, Hoffnung, Machtführung. Ich lege als Upgrade-Karten mit drauf den Jäger und einmal Durchhaltevermögen, um halt die wichtigsten abgedeckt zu haben. Und weil ich halt die Miniatur selber nicht verlose, sondern die möchte ich halt unbedingt haben, das tut mir ein bisschen leid, verlose ich nichtsdestotrotz die Altart-Karten von uns zu Luke Skywalker in der Commander-Version und Luke Skywalker in der Agenten-Version. Also da zwei nicht, also keine offiziellen Altart-Karten, sondern selbstgemachte von uns, die wir zusätzlich noch mit dazulegen, um halt da ein bisschen Variation zu bieten und vielleicht auch die eine oder andere coole Karte auf den Weg bringen zu können. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist jetzt was länger wieder geworden. Mit der Kamera hatte ich ein bisschen Probleme. Auch jetzt sehe ich gerade, dass da schon wieder ein bisschen verschwommen ist. Dann möchte ich jetzt das Ganze beenden. Und zwar lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Guckt auf unserer Facebook-Seite immer nach den neueren Sachen zu Einheiten unter der Lupe, zu Star Wars Legion, abonniert den Kanal und ja, ich würde mich freuen, dich das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Sage dann auch ciao, adieu da und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und allen Teilnehmern viel Glück.